Colin Bell heißt der neue Trainer beim 1. FFC Frankfurt. Der 51-Jährige kickte als Spieler unter anderem für Mainz 05 und Leicester City und trainierte zuletzt Frauen-Bundesliga-Konkurrenten Bad Neuenahr. Der gebürtige Engländer erhält einen 2-Jahres-Vertrag und will beim einst erfolgsverwöhnten FFC ganz neue Töne anklingen lassen. Ein ganz, ganz entscheidender Faktor für mich ist, wenn ich mit Menschen zusammenarbeite, und gerade jetzt im Leistungssport, zuerst kommt auch der Mensch. Und ich kann meine Spiele nicht definieren dadurch, ob sie gewinnen oder verlieren. Ja, und so möchte ich dann auch die Mädels dann auch begegnen, dass sie auch selber erkennen, wo beziehe ich meine eigene Selbstwert hier. Und es kann nicht in ihrer Leistung sein. Weil wenn das nur das Kriterium wäre, was ist, wenn wir denn auch mal ein Spiel verlieren, dann sind die Mädels auch wertlos. Colin Bell tritt in die Fußstapfen von Interimstrainer Sascha Glass. Unter seinem Vorgänger verpasste der Rekordmeister in der abgelaufenen Saison nur knapp die Champions League. Für die kommende Spielzeit formulieren die Frankfurter nun vorsichtigere Ziele. Ich denke, wenn unser neuer Trainer Colin an den Stellschrauben dreht, an denen er glaubt, jetzt auch drehen zu müssen, dann wird er vielleicht das rausholen, was dann unserer Mannschaft hilft, dann die Hürde zu nehmen, zumindest die Champions League Qualifikation zu erreichen, damit man auch mal ein Ziel ausgesprochen hat. Und alles andere wäre dann Sahnehäubchen. Vergangene Saison wechselte der FFC gleich zweimal den Trainer. Trotz einer Fülle von insgesamt 18 Nationalspielerinnen belegte Frankfurt in der Bundesliga aber nur Platz 3.